Das Wunschgelände ist, wie wir es heute hier sehen, matschig, schneeig und ordentlich, dass die Dinger mit ihrer Kraft da durchziehen. Wir sind normalerweise unterwegs, um Feindkräfte im Gelände aufzuklären für die Kampftruppe und dann in Form eines Bekämpfungsbefehls mit verschiedensten Wirkmitteln die gegnerischen Kräfte bekämpfen. Wir haben hier oben unseren neuesten Multifunktionszünder, den DM84, wo ich es vorhin schon angesprochen habe. Damit können wir Zeit schießen, wir können Annäherungszünder über den Boden quasi schießen, also Baumkronenhöhe ungefähr und tiefer. Wir können ganz normal Aufschlagszünder schießen, also sobald er aufschlägt, setzt er um. Wir können ihn mit Verzögerung schießen, das heißt, er schlägt auf, dringt noch ein paar Millisekunden ein und setzt dann erst um. Ja, das ist das, was wir zurzeit am häufigsten schießen. Es kommen je nach Geschoss bis zu 11.000, ein paar mehr Splitter von oben und unten. Wir haben noch Leuchtgeschosse, wir haben noch Nebelgeschosse, wir haben die Smart-Geschosse, quasi die Suchzünder-Munition-Artillerie, die sich ihre Ziele im Gefecht aussucht, diese bekämpft, grob gesagt. Und das war's dann auch schon so. Wie schnell ist die Munition in der Luft? Also wir hatten maximale Module, waren wir bei 950 Meter die Sekunde. Und das hat die Panzerhaubitze auch gemerkt in Litauen. Die Panzerhaubitze 2000 ist ein schlagkräftiges Waffensystem, was auf eine Reichweite 40, 50 Kilometer in der Tiefe des Raumes wirken kann. Also über die entsprechende Feuerkadenz mit einer Feuereinheit eines Zuges Wirkung auf eine große Fläche erzielen kann, um den Gegner an seinem Vordringen zu hindern. Wir können den Feind stören. Wir können ein Sperrfeuer schießen, um sozusagen den Feind einfach aufzuhalten. Abriegeln können wir schießen, wir können den Feind vernichten oder halt auch zerstören. Achtung, Freigabe! Panzerhaubitze 2000 und insbesondere die Artilleriebataillone mit ihren unterschiedlichen Wirkmitteln, neben der Panzerhaubitze auch dem Raketenwerfer Mars, sind wichtig für die Feuerunterstützung der Kampftruppe in den verschiedenen Einsatzbereichen, wie zum Beispiel das Abriegeln von Verbänden, das Beleuchten des Gefechtsfelds, das Nebeln, um ein Ausweichen für die Kampftruppe entsprechend zu ermöglichen. Also hier der Träger der Feuerunterstützung für die Kampftruppe. Wir haben gedeckte Aufstellungen, da ziehen sich die Haubitzen unter. Wir haben Feuerstellung, da fahren die Haubitzen rein, schießen daraus, das heißt, die führen den sogenannten Feuerkampf und dann verlegen sie danach wieder nach einem Spurenplan, ein Feuerstellungskonzept, den der Erkunder dem Zugführer vorgestellt hat, der es abgenickt hat, führen die das Ganze durch. Bei den kämpfenden Einheiten sind unsere Kräfte mit vor Ort. Die klären das Ziel auf, die leiten es quasi an die übergeordnete Führung weiter. Grid 3, 2, Uniform, November, Delta, 7, 2, 7. Und die bricht es dann für uns runter. Das kommt dann zu unserem Feuerleiter, der hinter uns ist, und dann wird gewirkt. Sie sehen heute hier einen Zug der 5. Batterie des Artillerie-Lehrbataillons 325.
Wir sind zuständig als Divisionsartilleriebataillon, die 1. Panzerdivision im Rahmen der Feuerunterstützung zu unterstützen, auf mittlere Reichweite bzw. in die Tiefe des Raumes mit einem Auftrag bis zu 150 Kilometer in der Tiefe. Der Zug, der sich heute hier befindet, ist dafür zuständig, im Rahmen einer Unterstützungsleistung die Marineoperationsschule zu unterstützen für das Schießen der Beobachter, die sich vorne auf der B-Stelle im Zielgebiet befinden. Sobald dann entsprechend wir mit dem Wirkmittel auf die gegnerischen Kräfte wirken, muss natürlich evaluiert werden, ob wir Wirkung im Ziel hatten und ob das, was der Kampftruppenchef wirkungsmäßig erreichen wollte, auch erreicht wurde. Die Mindestausbildung liegt bei circa 3 Monaten. Dann haben wir unsere Geschützkanoniere vorbereitet für den scharfen Schuss. Das wird auch entsprechend in der Ausbildung mitgeübt. Um wirklich das Waffensystem zu beherrschen, bedarf es mindestens 6 Monate, eher 12 Monate. Und ganz wichtig, ein regelmäßiges Üben auf den Übungsplätzen, auch insbesondere im Ausland, in Litauen zum Beispiel, mit der Kampftruppe zusammen, um dann das Beherrschen des Waffensystems sicherzustellen.